Hier müssen keine großartigen Kunstwerke entstehen. Kann mal vorkommen, aber es muss nicht sein. Es sollen Dinge entstehen, die andere Menschen betrachten können. Das können Bilder sein, Skulpturen, projizierte Texte, Videos oder Grafiken. Die Erschaffer der Objekte können schon eine Idee mitbringen oder sie lassen sich vom Material inspirieren. Und das Material sind alles Dinge, die andere Menschen nicht mehr brauchen. Es wird meistens Müll genannt. Müll ist auf diesem Gelände enthalten und sie können es einfach benutzen und verarbeiten. Natürlich können sie auch eigenes mitbringen. Wichtig ist, dass bei diesem Projekt kein neuer Müll entsteht. Es können auch Objekte und Gegenstände verwendet werden, die danach weiter in Gebrauch sind. Schirme zum Beispiel kommen immer wahnsinnig gut. Oder eine Baustellenlampe, Stühle, Leitern, Kleidungsstücke oder was auch immer. So, und dann haben wir aus all diesen Objekten eine Art Bühnenbild geschaffen. Und in diesem Bühnenbild, da soll etwas passieren. Es sollen Aktionen ablaufen. Diese Aktionen können aus Musik bestehen oder aus Tanz, Text, Theater oder vielleicht auch Akrobatik. All diese Aktionen sind miteinander verbunden. Sie müssen nicht miteinander geprobt werden. Gezeigt wird das Ganze, die Objekte und die Aktionen am 20. Juli 2019.